Hallöchen, da bin ich wieder, um euch zu nerven. Und diesmal gibt es die Januar-Edition der Win-Compilation. Ganz neu und frisch rausgekommen. Ich habe die früher mal ganz gerne geguckt und dann habe ich irgendwie ein Auge drauf verloren. Seit einem halben Jahr nicht mehr. Von daher, let's go. Wir gehen einfach rein, lassen uns überraschen. Und das wird gut. Zeit zu staunen. Let's go. Nun. Frohes Neues. Das ist ein cooles Intro. Das haben die so oft, finde ich, sonst nicht gehabt, oder? Okay, das ist sehr cool. Wie geht das denn? Oh, sehr clever. Ja, du bist ein ganz guter. Oh mein Gott. Der wird mal ein ganz großer. Oh mein Gott. Puppy Party. Okay, und was wird gesprüht? Sind die wahnsinnig? Die müssen doch den Fallschirm ziehen. Oh mein Gott. Die sind wahnsinnig. Shops in Iceland sell woolen mittens specifically for beer. Lol. Yo, I was just hit by a car. I'm gonna... your drinks are not good. I'll go back and get you some fresh drinks. Hello, sir. Here you go. You all good? Oh, did you seriously do that? Oh, yes. Thank you so much. I appreciate you, man. All right. Das ist süß. So, ey, ich hatte ein kleines Upsi. Ich wurde vielleicht vom Auto umgefahren. Hier hast du ein Kühlpackage. Wie süß. Hier steht Kopf. Mich würde interessieren, ob dieses auf den Kopf spielen mehr Umsatz bringt, als gerade zu spielen. So, da würde ich mal gerne den Vergleich sehen wollen. Wie? Da ist Körper, Geist und Gehirn an der gleichen Stelle gefordert. Holy shit. Super. Look at that. That's Wir hatten vorhin das Thema beim Kochen mit grünem Ketchup, den ich schon nicht hinkriege. Aber das? Das ist nicht okay. Das ist so, dann kann das auch wie Ketchup schmecken, das ist nicht okay. Das würde mein Gehirn nicht hinkriegen. Das ist nicht in Ordnung. What? Amazing! Nee. That is genuinely like ketchup. Yeah, I'd much rather it's sweeter though than like sour. Yes. When I really move the headstock like this, so the strings go away from the pickups. Wie cool ist das denn? Geil. Oh, wie süß. Das ist cool. Ich glaube, das wäre bloß bei uns nicht durch den TÜV gekommen, aber cool ist es. Krass. Geil. Und ich habe ein Bildschirm mit toten Pixeln. Leck mich fett. Irgendwas mache ich falsch. Wow, okay, das ist cool. Oh, wow. Da müssen sich die Hunde aber auch alle verstehen. Da darfst du keinen Doofkopf mit dabei haben, sonst ist es schwierig. Und wenn eine Katze vorbeikommt, dann ist er auch weg. Hey,
Ziege? Nee, Reh. Oh. Oder Antilope. Oder Zebra. Zebra, Zebra. Beim vierten Versuch hat's hingehauen. Das ist cool. Und da brennt das Dach. Wenn ein Funke da lang kommt. Das ist so geil, das habe ich auf TikTok gesehen. Ich finde das so cool. Halt auch, wie dort alles funktioniert. Was? Wie? Warum macht man sowas? Holy shit. Ich hätte so viel Schiss auf so vielen verschiedenen Ebenen. Also, bei mir würde direkt, wenn ich sowas mache, wenn ich das sehen würde und ich sollte das machen, wären verschiedene Todesmöglichkeiten am Start. Die erste wäre, natürlich halt alle Seile reißen, fällt es einfach runter. Die nächste wäre, dass ich runterfalle, ich mit meinem Hals im Rad des Fahrrads hängen bleibe oder irgendwie am Gestell, das Fahrrad aber noch fest ist und ich mir so das Genick breche. Die nächste Variante wäre, ich stürze, das Fahrrad stürzt mit, aber das Rad dreht sich so schnell, dass es mir Gliedmaßen absäbelt. Und dann wäre natürlich noch die nächste Variante einfach, es explodiert. Da sehe ich mich eher. Das ist eher meins. Oh, süß. Ich habe Fragen. Wie süß. Oh. Oh, wie schön. Todesvariante Nummer 1, Seil geht kaputt. Todesvariante Nummer 2, Seil ist zu lang und du klatscht an die Wand. Todesvariante Nummer 3, du machst ein Salto und der drosselt dich am Seil. Schaut nur so an, das Stopp. Ich hab halt ein Überlebensinstinkt. Todesvariante Nummer 4, Seil explodiert. Genau das. This is cool. When this girl found a dog that was lost inside of a large apartment building, she took him inside the elevator and stopped at every single floor to help him find his home. He would look around at each floor and even smell and try to pick up his owner's scent. And after stopping at many, this was the one where he immediately knew this was the floor of his home and ran straight to his door and try to pick up his owner's scent. And after stopping at many, this was the one where he immediately knew this was the floor of his home and ran straight to his door. Hey, it's WinMike here, and I found my way back to the microphone to say thank you to Royal Match for sponsoring this video. Das ist wirklich cool. Dankeschön wirklich fürs Unterstützen. Das ist auch super, super wichtig. Und wir machen weiter. Oh mein Gott. Wollt ihr auch hier meine Todesvarianten hören? Kein Problem. Selma Pootsma of Xandra Velsenboer. Xandra Velsenboer, want ze eindigen gelijk. Ja, wow. This has so much potential, I can feel it. Yeah, that's as good as I can get it. I spent about 300 hours building a wooden minigun. Okay. Geil! Ich möchte das haben! Wie cool! Ich will das! Aber es kommt jetzt! Ach, leck mich ab! Was? Oh, no. Oh mein Gott! Das ist Grand Fire gewesen! Oh. Seht ihr das?
Lol. Oh, ich brauch Klaas mit wackelnden Hintern. Do the ceramic, which is more slippery, right? Oh yeah, we're gonna go right into the pot, aren't we? Yeah. What? Warte mal, der wurde von Ameisen weggetragen, oder? Moment. Oh yeah, they're gonna go right into the pot, aren't they? Der ist tot und wird von Ameisen weggetragen. Lol. Oh. Das Bild. Cool. Bouldern ist krass. What? Auch dafür hätte ich verschiedene Todesvarianten auf Lager. Wenn ihr mehr davon wissen wollt beim nächsten Mal, dann bitte schreibt das in die Kommentare, sonst halte ich mich zurück, bevor ihr nie wieder irgendwelchen Aktivitäten nachgehen könnt, weil ihr Angst habt, dass irgendwas passiert. Ich möchte ja nicht, dass ihr komplett unfreiwillig in meinem Kopf sitzt. Hätte schief gehen können, war cool. Krass. Oh, wie cool. Und wie... Oh mein Gott. Im Eis war... Oh. Wie kommt man auf solche genialen Ideen? Wie süß das ist. If you're happy and you know it's happy, you'll be... Now your turn. After dance, hold the avocado like this, gently, not fast, but press. When it's cracked, you just move your hands to the same direction in the middle, press in the bottom, and you opened your avocado. Also ich esse kein Avocado, ich hasse Avocado, ich mag es von der Konsistenz nicht. Das ist so, als wenn du Butter isst. Aber ich weiß, wie viele damit strugglen, die zu öffnen. Und guckt euch das mal an, wie einfach das geht. Wow. Das Lied kenne ich von Pummelparty. Was für Reflexe! What? Oh, der Schlingel! Würde mich keiner hinkriegen. Auch hier gibt es wieder zig Arten zu sterben. Lol. Das ist ja super cool. Und Transformer. Oh, hi. Wie süß. Ist es eingefroren? Boah, das ist auch wild. Ich kann doch nicht mal auf den linken Bein stehen. Auf dem rechten geht, aber auf dem linken nicht. Und die tanzt einfach so flippig drumherum. Wild.
Ja gut, hat sich was geangelt. Das ist ja eine tolle Idee. Wow, das war gut abgespielt. Das sind Drohnen, oder? Das ist super cool. Ja, rip it out. Oh mein Gott! Oh, der hat einen neuen Raum bekommen zum Geburtstag. Wie gut. Mit einer Wolkendecke. Oh. Euphonic Array. Okay. Das war eine richtig nice Folge. Die war ja richtig, richtig, richtig cool. Holy shit, ich bin echt begeistert. Das war nice. Ey, wirklich, Däumchen hoch auf jeden Fall beim Originalvideo da. Und vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Und wenn ihr mehr Todesarten mit und von mir wissen wollt, schreibt das bitte in die Kommentare. Dankeschön, wenn ich eins kann, dann das. Nice.